So, ich mache jetzt einen kleinen Salat mit Sachen aus dem Garten. Und zwar habe ich hier Löwenzahn. Den habe ich bereits abgewaschen. Den muss ich nur noch zerkleinern. Dann habe ich hier Schnittlauch, muss ich auch nur noch zerkleinern. Kirschtomaten, Kartoffeln, die sind schon vorgekocht. Und zwei kleine Paprikaschoten. So, hier sind die Sachen schon mal klein geschnitten auf dem Teller, außer die Kartoffeln. Die schneide ich jetzt noch in Würfel. Dann kommt es mit ein bisschen Meersalz alles zusammen in einen Topf rein. So sieht mein Salat von oben aus. Habe ich noch mit einem frischen Löwenzahnblatt garniert und einige Tropfen Olivenöl reingetan. Um hier keine Schleichwerbung zu machen, habe ich die Flasche jetzt nicht gezeigt. Und als Getränk mache ich mir jetzt frischen Brennnesseltee. Alles, was ich brauche, ist Brennnessel aus meinem Garten. Die habe ich ein bisschen am Stiel unten abgezupft, um mich nicht zu verbrennen. Lässt sich auch mit Handschuhen machen. Ich mache das so und da hole ich mir jetzt noch mal eben heißes Wasser, um die aufzugießen. So, und das war es jetzt auch schon. Der Salat ist fertig. Ich habe noch ein paar schwarze Oliven reingetan, als ich am Kühlschrank vorbeigelaufen bin. Muss aber nicht. Der Tee ist auch fertig. So, der zieht jetzt ungefähr 5 Minuten. Ist aber, finde ich persönlich, relativ egal, wie lange der nun zieht, wenn es über 3 Minuten ist. Und ich finde, der schmeckt gut. So ein bisschen wie ein japanischer Grüntee, sehr leicht, sehr frisch. Und das Allerbeste finde ich, dass es direkt aus meinem Garten und auch noch sehr gesund ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mit dem Salat und dem Löwenzahn mal probieren würdet. Löwenzahn gut waschen. Und falls ihr den noch nie gegessen habt, mit ein paar Blättern anfangen und langsam steigern, weil es doch so ein bisschen verdauungsanregend ist. Sehr gesund, aber gut. Und wenn ihr ein schönes Rezept herausgefunden habt, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr mir das schreiben würdet oder wenn ihr sogar ein Bild schicken könntet. Das wäre toll. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit. Und noch einen tollen Tag.